Hallo und herzlich willkommen zurück bei der 205. Folge von Project Unstable 6. Ach ja, so, da sind wir wieder. In dem alten Gefüge. Und ich habe ein wenig gebaut. Tada! Also Blood Magic ist jetzt soweit schon mal eingefärbt hin. Das ist noch nicht gebaut, aber ich brauche jetzt praktisch nur noch Bäume. Und dann ist es soweit fertig. Ich habe das alles, wie ich schon geplant hatte, mal ein bisschen gemacht. Hier hinten haben wir so ein bisschen Fläche. Hier könnte man theoretisch dann den Kenz-Altar noch hinstellen. Den nach unten schräg machen. Das sollte passen von der Breite, dass wir es irgendwie hier hinbauen. Da hast du schräg nach unten machen. Wir können ja in diesen steilen Stufen das machen. Ja, genau. Das habe ich gemacht. Ich habe das auch mal aufgenommen diesmal, wie ich das gebaut habe. Und ich würde das, ich blende das jetzt einfach mal ein, hier so, flup, ne, dann. Und ja, im Endeffekt einfach nur, das sind, glaube ich, weiß gar nicht, 2 Minuten oder so, dann oder 2,5 Minuten, wo praktisch nochmal so eine kleine Timelapse ist, praktisch von dem, was ich gebaut habe. Ja. Ich spiele jetzt ab. Viel Spaß. So, das sehen wir wieder. Ja, das war im Endeffekt das Ding. Und ich hatte das probiert. Ich habe einfach hier den Replay-Mod mal mit reingehauen gehabt, um das jetzt hier praktisch vielleicht einzustellen. Also praktisch, dass ich das aufnehmen kann. Es ging ja auch. Ich konnte dann auch eine super Kamerafahrt machen, konnte das alles schön Zeitraffer machen. Das ist alles wunderschön. Das Problem ist nur, ich brauche viel zu viel Zeit dafür. Würde ich jetzt einfach nur was Großes bauen an einer Stelle. Also das hier war ja sogar relativ nur eine Stelle, wobei ich immer wieder halt gesprungen bin nach hier vorne, dann wieder nach hinten, hier hin was gebaut, dann hier rumgezogen und bla blub. Das Problem ist, in diesem Modpack den Replay-Mod zu starten, also praktisch dann in das Replay reinzugehen,
dauert 20 Minuten, nur um das Replay zu laden. Wenn ich springe, muss ich auch immer nochmal 30 Sekunden warten. Das heißt, am besten ist es einfach fortlaufend ablaufen zu lassen, dann mit Timestamps irgendwie zu arbeiten. Ja, von daher glaube ich, wird das nicht unbedingt so oft kommen. Ich wollte es jetzt mal ausprobieren. Es geht. Aber ich glaube, da ist es besser, wenn man irgendwie mit Vanilla Minecraft oder sowas das macht. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Nun gut, weil man, oder mit nicht ganz so heavy modded Minecraft. Naja, gut. Jedenfalls, wir haben jetzt auf jeden Fall hier die schöne Fläche. Es sieht schon mal relativ schick aus. Wir müssen natürlich noch das Ding hier ein bisschen anpassen, noch ein bisschen Weg dann bauen, eine Treppe. Möchte ich ja gern noch hinbasteln. Ja, und dafür muss der Weg hier noch ein Stück rum. Das heißt, das hier muss noch weg irgendwie. Ich muss mal gucken, wie ich das machen will. Ja, nun gut. Ja, also vielleicht hat euch das ja ein bisschen gefallen. Es war diesmal halt ein bisschen was anderes als jetzt einfach nur wir bauen in der Folge. So, ich hüpfe mal wieder hier runter, weil hier war das letzte Mal stehen geblieben. Mit unserer Automatisierung, die eigentlich an und für sich relativ gut funktioniert hat. Das einzige Problem ist natürlich, wir müssen noch mit Redstone kontrollieren, dass der Retriever hier an- und ausgeschalten wird, weil wir es nicht über Conduits machen wollen. Damit wir hier limitieren können, was die maximale Itemanzahl in dem Blood-Altar sein soll, was jetzt erstmal 2 sein werden. So, und dafür brauchen wir im Endeffekt, für den Insert haben wir hier keinen Filter, genau. Wir haben hier auch für den Extract keinen Filter, genau. Das heißt, ich muss im Endeffekt hier, das was ich hier definiere, müsste ich hier rein definieren, ne? Wir es als Blacklist nehmen oder Whitelist oder. Na gut, wir können auch einfach mit Redstone-Signal arbeiten. So, also Redstone. Zack. Ich mach das mal so. Und dann zack. Down. Output. Grün. Nicht grün, rot. So, und das Ding ist active with signal. Okay, jetzt muss ich nämlich gucken, dass das hier funktioniert. Jetzt muss ich schon mal hier... Wobei, nee, das Ding ist einfach immer aktiv, ne? Ja, weil das alles über ein Ding arbeitet und hier hinten das... Stimmt, ich kann... Kommt gerade nämlich eine Idee mit den Prioritäten. Das ist dann nämlich noch so eine Sache. Das Ding brauche ich nämlich dann theoretisch gar nicht zu aktivieren. Na doch, solange Items drin sind, können wir es aktivieren. Das passt schon. Ich lasse das mal kurz so. Und wir deaktivieren mal hier den Extract auf eine andere Art und Weise, indem wir das einfach mal auf blau setzen und hier hinten, ups, blau machen. So, wunderbar. Okay, wenn ich jetzt also, weil wir es noch mal kurz testen wollen, ne? Nehmen wir mal Slates. So, eine Slate. Und ich nehme mal ein bisschen. Zack, zack. Das scheint zu funktionieren, weil wir ja noch ein Delay haben, bis erstmal das Ding raus ist. Und theoretisch sollten wir, selbst wenn wir die Slate reinlegen sollten, wird die ja sofort wieder rausgenommen. Stimmt, die Slate wird ja sofort rausgenommen und wenn der Drawer leer ist, kommt es ja sofort in den Drawer rein. Stimmt. Das funktioniert alles wunderbar. Okay, super. Das heißt, wir können das hiermit schön limitieren. Haben natürlich ein bisschen zu viel jetzt an manchen Stellen. Also müssen wir nochmal ein bisschen ändern. Aber ja. Funktioniert, ne? Das heißt, hier könnte ich theoretisch einen Insert-Filter machen, der einfach nur das macht. Und dann können wir das hier zusammenpacken. Achso, nee, ich bräuchte 2 Insert-Punkte. Ja, okay, gut. Das wird nicht ganz so einfach was. Aber wir haben schon mal eine Automatisierung. Das heißt, ich kann theoretisch hier hinten das komplett umbasteln. Also wir können es theoretisch mit einer Enderling-Chest machen. Ich überlege gerade, was am schlausten wäre. Oder wir machen diese Routing-Node einfach. Nee. Habe ich keine mehr? Okay, dass wir einfach nochmal ein paar Routing-Nodes machen.
Okay, warum ist jetzt... Okay, warum ist das Ding hier active without signal? Active without signal? Muss ich das so machen? Irgendwie hat er das jetzt ein bisschen... Seht ihr das? Er nimmt den immer wieder raus und legt ihn wieder rein. Warum? Das hat doch die ersten Male, hat es doch super funktioniert. Ah, jetzt hat es genommen. Hä? Hä? Warte. Okay, warum landet das immer wieder hier drin? Ach so, weil die... Ah, das Ding nimmt raus. Dadurch geht das Signal aus, aber das Ding kommt schneller wieder zurück, als der Stein drin ist. So, da ist er wieder. Ich hatte gerade einen Niesanfall. So, blöde Allergie. Gut, wo war ich stehen geblieben? Wir haben jetzt hier... genau, das Problem ist, dass das Ding schnell genug ist. Ich kann aber hier kein Delay reinpacken. Nearest first. Nee, das Problem ist, das Item ist da drinne. Ist das ein normaler Item Duct? Ja. Wir könnten höchstens nochmal sagen, wir nehmen den Impuls Item Duct. Impuls. Ach nee. Nicht Impuls, sondern Impuls Item Duct. Probieren wir einfach mal das kurz. Die ist ja ein bisschen schneller. So. Und dann legt man das nochmal rein. Zack. Okay. Ich glaube, das scheint zu funktionieren jetzt. Okay, wir probieren das nochmal ganz kurz. Wenn ich nochmal Stone nehme. Und wie gesagt, wir müssen dann jetzt noch praktisch diesen zweiten Mechanismus bauen, dass sobald hier kein Strom, kein Signal mehr kommt von diesem Storage Crate, dass wir dann dafür sorgen, dass wir alles aus dem Drawer praktisch dann rausnehmen. Dass wir hier alles rausnehmen, sobald hier kein Signal mehr kommt. Oder beziehungsweise solange hier... Aha, wir brauchen hier noch einen Redstone-Input. Genau, solange hier der Master Blood Orb drinne liegt. Also sobald hier... Andersrum. Sobald hier kein Master Blood Orb, sobald hier kein Signal mehr kommt, dann... Nehmen wir alles raus. So ist es besser. Das heißt, ich brauche nochmal einen Filter. So ein Sensorfilter. So, zack. Und zack. So. Und dann kommt das nämlich hier rein. Als Input. Zack. Und zwar auf grün. Grün. So. Und wenn wir das jetzt mal hier ausgeben... Sollten wir feststellen, wir machen das nochmal ganz kurz hier mit Testhalber. Zack. Output ist grün. So, haben wir kein Signal. Und sobald ich da jetzt zum Beispiel Stone reinlegen würde, flupp. Sobald dann der Orb da ist, blockieren wir. Sobald der Orb da ist, blockier. Was ist jetzt kaputt? Moment. Was ist jetzt kaputt gegangen? Okay, der Filter hier drin hat... Okay, gut, dann machen wir mal den Input hier aus. Mir kommt gerade auch noch eine andere Idee. Wir können theoretisch das Ding hier auch filtern. Dass das Ding aktiv ist. Das Ding ist aktiv, solange hier was drinne liegt. Das ist okay. Nee, bringt nichts. Okay, dann fragen wir mal anders ab. Hilfe. Oh,
Was ist denn heute los bei mir? Ich möchte gerne hier einen Input haben. Danke. So. Input und zwar auf grün mit dem Ding. So, und das können wir ausschalten. So. Da haben wir jetzt was drin. Genau. Jetzt sollte dann gleich, wenn das fertig ist, sollte das Ding ausgehen. Genau, jetzt ist es aus. Wunderbar. Und jetzt probieren wir nochmal, ob es wieder angeht. Zack. Wunderbar. Okay, super. Das heißt, damit können wir schön blockieren, dass wir praktisch nicht rausnehmen. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass das Signal auch richtig funktioniert. Das heißt, ich mache nochmal eine Chest oder eine Crate. Weil wir müssen gucken, dass es abgestimmt ist. Weil das Problem ist nämlich, wenn das nicht abgestimmt ist, haben wir ein Problem. So, das heißt, wir haben hier einmal einen Output für grün, genau. Und wir haben hier einen Insert. Ne, wir haben hier keinen Output auf grün, Quark. Was mache ich da? Tschüss. So, hier haben wir nämlich den Output von grün. Oder muss ich überhaupt outputten? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Okay. Einen Input brauchen wir nicht. Wir brauchen nur einen Output. Grün. Und dann machen wir einen Extract auf den roten Channel. Und zwar Active Without Sing. Ne? Extract. Rot. Und dann nicht rot, sondern grün. So. Und das geht dann auf rot. So. Okay, das heißt, theoretisch, wenn hier kein Signal ist, sollte er das, genau, er nimmt es alles raus, flupp, jetzt alles weg. Gut, dann Slate. Dann müssen wir nochmal gucken, Imbued Slate machen wir einfach mal. So, zack, zack. Funktioniert alles. Imbued Slate ist drinne, wird nicht rausgenommen. Das Ding hier... Müssen wir mal ganz kurz gucken, wann wir Farben haben. Hier haben wir einen Insert von Blau und Blau kommt direkt von hier, genau. Okay. Es scheint zu funktionieren. Ich habe nur Angst, dass es durch ein kleines Delay irgendwann mal dazu kommt, dass es problematisch wird. So. Okay. Das war alles anscheinend. Und das Ding ist leer. Wunderbar. Und wir haben den Stein rausgenommen. Ah. Und da ist schon wieder das Problem, dass es zu schnell ist. Gibt es hier irgendwie Delay oder sowas? End not or end not XOR, XNOR, Latch Counting, Sensor, Timer. Wir haben einen Timer. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie wir das hier irgendwie hinbekommen. Moment. Das Reinlegen funktioniert, das ist nicht das Problem. Das Problem ist noch die Abfrage, wann wir praktisch rausnehmen. Und das Ding nimmt raus, hat als Extract das Ding. Und das andere Ding extractet immer und versucht immer reinzupacken, sobald das Signal weg ist. So. Ja, das Problem ist, wir haben den Orb hier. Aber warte mal, das ist doch eigentlich nur, wenn der Orb raus ist. Das verstehe ich dann gerade nicht. Ah, vielleicht hat die... Nee, hier haben wir ja einen Filter drin, ne? Ja. Okay, das verstehe ich gerade echt nicht. Was, wenn ich da jetzt nur einen Stein reinlege? Dann sollte der hier ohne weiteres durchhuschen. Durch die komplette Automatisierung und hier hinten landen. Eigentlich. Stein ist weg. Stein ist da. Wunderbar. Okay. Wenn wir jetzt, sag ich mal, immer dafür sorgen, dass zuerst die Imbued Slate auf Slot 1 ist. Wenn immer zuerst die Imbued Slate genommen. Sie hier drinnen.
Hm? Okay. Ich mach nochmal einen Stein rein. Ah, das ist, glaube ich, eine riesen Timing-Frage, die ich aber so nicht gelöst kriege. Dass ich vielleicht den Orb immer nur mit einem Timing, dass ich praktisch irgendein zeitliches Signal mache und nur wenn dieses Signal kommt, versucht er den Orb wieder zurückzupacken. Das könnte ich probieren. So, dieser, da war jetzt der Stone drinne. Komisch. Okay. Womit arbeitet der Extract? Mit grün Active Out Signal. Und das ist, sobald hier nichts mehr drin ist. Das macht keinen Sinn. Okay. Dann. Okay. Folgendes. Ich probiere mal einen Time Filter. Einfach nur mal, um kurz zu testen, wie der aussieht. Kann ich nicht hier? Wo kann ich denn den reinlegen? Hier, Input. Time. Ich habe keine Ahnung, was das... Also, okay, ich guck mal ganz kurz. Moment, das muss ich mal ganz kurz überprüfen. Timefilter. Und das machen wir auf das Output. Ja, das funktioniert so. Dass ich alles vielleicht mit einem Impuls mache, dass das komplette System immer auf Impulsbasis funktioniert und nur bei einem Impuls irgendwas macht. Ich weiß es nicht. Okay, wir probieren einfach mal. Wenn ich jetzt hier anstatt dem Input, erwarte, dass wir den abfragen, aber hier in den Extract noch eine Möglichkeit machen, dass wir beispielsweise, sagen wir mal, ich mach mal nochmal einen Stein oder so, erstmal testhalber, zack. So, Stein, Input, Redstone Timer. So. Huch. So, jetzt. Und dann setzen wir das mal auf, ja, lassen wir es mal auf 20 Ticks und gehen mal auf das Signal schwarz einfach mal. Okay, und dann gucken wir jetzt mal hier, dass wir hier für den Extract, dass der nicht always active ist, sondern, nee, nicht der Extract, der hier. Der Extract ist praktisch active without signal, nee, active with signal und zwar schwarz. Das heißt, er versucht jetzt praktisch immer nur auf Tick, auf einen gewissen Tick, alle 2 Sekunden versucht er jetzt praktisch das Ding nur rauszunehmen. Das heißt, wir sollten eigentlich mehr als genug Zeit haben, um das hoffentlich zu nutzen. So, gucken wir mal. So. Reinforced Slate. Oh, hat er... Okay, er hat es umgewandelt, weil er die zuerst genommen hatte. Das heißt, hier müssen wir definitiv noch einen Filter machen, was hier nicht rein darf. Okay, das müssen wir definitiv noch filtern. Dass hier keine Slates rein dürfen von der Seite. So, wie sieht's aus? Es arbeitet, okay. Ich traue der Sache nicht ganz. So, jetzt haben wir hier 3 Slates drin. Und das nächste Ding ist drin. Okay. Es kann natürlich timingmäßig immer noch doof laufen. Weswegen ich gerade überlegen bin, ob ich noch einen Ohrfilter, einen Endfilter mache. Aber ich kann nicht. Exclusive Ohr, Nant, Nor. End. Ah, da kann ich nicht negieren, ne? Das sind einfach nur Signale. Not-Filter, ja, das müsste ich dann... Nee, das machen wir nicht. Okay. Probieren wir es einfach so mit dem Timer-Ding jetzt. Okay. Ich muss das jetzt nochmal einmal ganz kurz überdenken. Also.
Solange hier irgendwas drin liegt in dem Wooden Storage Crate, extracten wir nicht von dem Drawer. Punkt 1. Das ist okay. Dann brauchen wir theoretisch, hatte ich hier das Signal ausgegeben? Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert. Muss ich hier das machen? Wenn ich hier den Output auslasse, würde es trotzdem funktionieren? Moment. Mal ganz kurz testen. Zack, zack. So, will nur mal ganz kurz testen, wenn ich das auslasse, ob das auch funktionieren wird, ob das Signal trotzdem übertragen wird oder ob ich es als Output definieren muss. Mhm. Preis sind drin. Orb ist noch drin, jetzt warten wir auf das Signal. Kommt ja wie gesagt nur alle 2 Sekunden. So, weg ist er. Und es ist empty. Wunderbar, das funktioniert. Das heißt, ich brauche keinen Output definieren. Oh, das ist gut. Das heißt, ich kann mir das hier sparen und muss hier nur aufs entsprechende Signal gehen. Das ist mega gut. Weil das heißt nämlich, ich kann das hier, diesen Input, den ich hier habe, kann ich nach hier packen. Input. Zack. Und dadurch ist es hier total egal, hoffe ich. Wir müssen das, wie gesagt, leider ein bisschen testen. Es tut mir leid, aber dem ist nun mal so. 3, zack. So. Warum ist das Ding aus? Input rot. Input grün. Ich verstehe das gerade nicht. Was ist hier gerade das Problem? Wenn ich das hier rausnehme, deaktiviere, funktioniert so. Dann funktioniert... Was ist denn das für ein Müll? Und theoretisch kann ich das sogar umstellen, fällt mir gerade auf. Ich kann das hier auf grün stellen, dass das Ding hier nur aktiv ist, solange hier drin der Master Blood Orb ist. So, das heißt, wenn ich das jetzt hier mal... warte, hier. Zack. Machen wir nochmal kurz an. Input, Sensorfilter. Dann sollte es theoretisch an sein, das Ding hier, solange jetzt hier drinnen praktisch der Orb ist. Das wäre vielleicht besser. So rein von der Idee her. Weil dann ist das Ding nicht an, solange hier was drin liegt, sondern solange hier der Orb drin ist, versucht er praktisch die ganze Zeit die Items zu machen. Vorher nicht. Das wäre vielleicht ganz gut. Das heißt, er versucht nicht irgendwas rauszunehmen, wenn da ein Orb drin liegt. Noch. Dann müsste ich jetzt hier nur noch irgendwie die andere Sache... Warte, hier, was haben wir hier definiert? Hier für grün extracten wir. Wir extracten mit grün. Und grün macht was? Was ist grün? Grün war Sensorfilter, genau. Also sobald kein Orb mehr drin ist, nehmen wir das. Und der Orb ist immer sozusagen Priorität 1. Also praktisch, das triggert ja zur gleichen Zeit ungefähr wie das hier. Von daher sollte es eigentlich nicht funktionieren, hoffe ich. Ich weiß es nicht. Wir könnten hier den Extract theoretisch sogar auch noch mit hier dran binden. Aber nee, das wäre doof. Ja, das wäre doof. Okay, also hier kommt ja eh nur eigentlich das Zeug rein. Das heißt, das hier ist das einzige Problem, wo natürlich die falschen Sachen rein können. Das heißt, hier müssen wir einfach nur mal definieren, was wir nicht haben wollen. Das heißt, ich brauche nochmal einen anderen Retriever.
Und zwar einen Resonant. Ender. Ei. So. Okay, gut. Und ich sehe auch, die Folge ist eigentlich jetzt schon zu Ende. Tut mir leid, dass wir nicht so weit gekommen sind, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen sehr viel Planung jetzt gerade. Und wenn wir es dann fertig haben, dann können wir es dann ganz schick bauen. Dann brauchen wir nicht unbedingt viel Zeug. Aber ich muss eine Item-Duck nehmen, weil damit kann ich hier filtern, wie viele Items drin sein sollen im finalen Inventar. Was es wesentlich schöner macht. Achso, das ist ein Servo-Mönch. Das noch einmal so. Zack. Zwei. Wunderbar. Und dann haben wir hier praktisch eine Whitelist und da definieren wir dann praktisch die ganzen Sachen rein. Das heißt, nicht falsch. Hier kommen ja die ganzen Grund-Items nur rein. Das heißt, hier kommen Sachen rein wie Stone. Zack. Genau. Das heißt, hier kommt eigentlich nur Stone dann rein. Und der Vorteil ist, sobald wir das so machen, würde er praktisch jetzt den Stone hier reinpacken. Der Stone würde aber einfach nur durchlaufen, weil wir kein Rezept gespeichert haben. Ne? So, das heißt, der Stone wird jetzt gleich wieder rausgenommen, sobald der Orb wieder praktisch hier zurück ist. Ne? Super. Okay. Ups. Das und das. Wir gucken noch einmal. Einmal gucke ich es mir noch mal ganz kurz an. Weil er nimmt ja halt eh nur Stone. Das heißt, er kann ja nichts anderes reinpacken. Aber jetzt ist hier ein Stone. Verdammt. Das heißt, eigentlich wäre das am schlauesten, dass er nur diese Sachen dort reinpacken kann. Das heißt, es wäre eigentlich gar nicht doof, wenn wir dafür sorgen würden, dass das auch blau ist und hiermit verbunden, ne? Dass praktisch blau auch mit hier rein kann, aber nur die Sachen, die hier drin definiert sind, was praktisch unsere Output-Items sind, die können dann wirklich da rein. Das heißt, der Stone würde drinnen liegen bleiben, bis er irgendwas ist. Und das heißt, wir machen das mal auf blau. Und deaktivieren das mal. Und damit sollten wir das Problem mit dem Stein gefixt haben. Hoffentlich. Ist da jetzt was drin? Nein. Soll jetzt gleich erstmal der Orb kommen. Zack. Ich setz mal das Delay auf 20 runter. Eine Sekunde reicht. So. Okay, wunderbar. Das heißt, das Ding ist aus. Genau. Das hier ist verbunden. Und wie gesagt, eigentlich sollten wir... Wir filtern hier in Input, dass wir das Ding nicht rausnehmen. Was wir theoretisch nicht bräuchten, weil wir hier einen Filter haben für nur die finalen Items. So, das heißt, ich sollte jetzt in der Lage sein, das zu machen. So, Blank Slate, wunderbar. Genau, das ist praktisch in der Zeit, wo das Zeug reinkommt, der Stein oder sowas, dass dort gar nichts passiert. Und ansonsten, wenn wir eine Slate reinpacken, irgendeine wird sie ja sofort rausgenommen und wandert praktisch durch. Und ehe der Stein umgewandelt ist zu einer Slate, ist schon hier drüben praktisch das finale Item, was wir drinnen haben wollen, drinnen. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. So, das heißt, wir können hier ungeachtet jetzt einfach Zeug reinschmeißen und er organisiert das uns wunderbar. Ja, Reinforced Slate ist drinnen. Oh, wunderbar. Das heißt, ich brauche jetzt im Endeffekt nur noch die Möglichkeit, das alles schön mit meinem E-System anzusteuern. Nun gut, aber das ist das geringste Problem. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben es fertig automatisiert bekommen. Eigentlich jetzt. Ich muss es jetzt nur noch schöner bauen. Also praktisch noch mal ein bisschen kompakter bauen, noch schöner bauen und dann sind wir fertig. Ich freue mich. Gut, dann würde ich jetzt sagen, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag. Und ciao.